Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Turmoil. Ich habe gerade richtig, richtig Bock drauf. Und der kleine Hinweis, ihr seht es oben rechts. Bing! Dieses Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Ich weiß, es nervt. Aber ich möchte gerne transparent sein und euch das mitteilen, wenn ich für ein Spiel kein Geld bezahlt habe. So, neue Mitteilung. Ach ja, genau, es gibt Aktien. Wenn ich mir die jetzt angucke, muss ich dann gleich was kaufen? Was habe ich denn davon? Drück auf den Start, mal die Auktion zu beginnen. 56.000 Watt? Nee, danke. Lass mal. Wir haben nur 43.000. Okay, wir könnten die Herdengröße. Ich glaube, das macht Sinn. Ich hatte auch letzte Folge irgendwas gekauft, was aber jetzt weg ist, weil es nicht gespeichert wurde. Was haben wir denn hier? Niedrige Zinsen. Für 800 Dollar vergiss das Spillage-Strafen. Komm, das machen wir. Für 800 Dollar, das ist es mir wert. Ja, ich glaube, wir kaufen die Herdengröße. Ich weiß nicht, ob wir die das letzte Mal gekauft haben, aber jetzt bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir die Herdengröße vergrößern. Wollen wir Tipps holen? Nee. Komm, wir gehen einfach zur Landauktion. Und hoffentlich kriegen wir diesmal ein besseres Land. Da waren 27, also hier scheint echt viel. Wir gehen mal zum Kaktus. Wie wär's denn damit? Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Eieieiei. Holla. Ich glaube, der hat Insider-Informationen. Okay, ich würde sagen, wir gehen los. Was? Ich will keine Aktien kaufen, Mann. Na gut, ich muss wohl Start drücken. Der Erste, der auf den Kaufen-Button drückt. Ach so. Das ist ja ganz cool gemacht. Okay. Für 10.000? Nee. Okay, man muss also auch Aktien kaufen. Verstehe. Aber 10.000 war mir zu viel. Unter 10 hätte ich vielleicht gesagt, ja. Ja, 25 Waggons. Ich weiß. So, Wünschelroutengänger. Wir kaufen auch schon mal einen Wagen. Der wird da verkauft. So, eine Plattform. Wo haben wir denn Öl? Hoffentlich haben wir einiges an Öl. Bitte, bitte lass uns Öl haben. Nicht schon wieder so ein Kackland, so eine Kackparzelle wie letztes Mal. Da haben wir Öl. Wir graben einfach mal straight down in der Hoffnung. Da ist auch Öl, sehr schön. Gut, wir sind drin im Öl, perfekt. Nee, du verkaufst bitte hier. Hier sind wir nicht direkt drin, das ist schade. Da sind wir drin, perfekt. So, Wagen. Und ich bleibe dabei, ich bin noch kein Fan von Silos. Vielleicht ist das keine gute Idee, keine gute Taktik, aber ich möchte lieber verkaufen. Immer verkaufen. Ich wage es mal. Wir haben ja einige Wagen. Haha, ich wage. Weißt du, Wagen und Wagen. Das war ein Witz. Falls ihr den nicht mitbekommen habt, spult bitte nochmal zurück und lacht. Laut und herzhaft. Ich meine, wir haben ja extra unseren Bonus, dass wir keine Spillage-Strafen zahlen. Aber es sind ja nicht nur die Spillage-Strafen, die das Problem machen, sondern auch das verschüttete Öl, was einfach kein Geld bringt dann. Das ist ja dann das Problem. So, wir schicken nochmal ein Maulwürfchen los. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Jetzt habe ich so eine Kackfliege vor dem Gesicht. Eine Kackfliege. Ich nehme gerade am Klo auf. Deshalb haben wir hier Kackfliegen. Da war ich aus dem Bildschirm raus. Schade, dass die Maus nicht gefangen wird. Das ist ein bisschen doof. Das mag. Da ist Öl. Okay, sehr gut. Da haben wir schon mal Öl gefunden. Dann werden wir gleich mal da runtergraben. So, wir gucken auch mal hier bei dem, ob es da noch in der Nähe was gibt. Wir graben schon mal da runter. Zum Öl.
Oh, das ist ein großes Ding. Sehr nice. Das ist sehr schön, dass wir da direkt auf so einen Riesenteil gestoßen sind. Aber ich hoffe, das heißt nicht, dass es hier sonst wenig Vorkommen gibt. Das wäre echt blöd. Entschuldigung, Leute. Ihr fahrt mal bitte nach rechts. Ja, wir rüsten die mal auf. Das rüsten wir auch auf. Haben wir etwa schon wieder ein bisschen Pech? Das wäre kacke. Bitte nicht. Bitte gib mir noch ein paar Vorkommen. Ich meine, das ist ziemlich groß, ja, aber das hier zum Beispiel gar nicht. Da ist was. Ist hoffentlich nicht dasselbe. Nein, das ist nicht. Sehr gut. Perfekt. Wie sieht's aus mit den Ölständen? Die Ölstände sehen gut aus. Wir schicken weiter Maulwürfe los. Die finde ich ein bisschen sinnvoller als die Wünschelroutengänger. Die sind zwar sprunghaft, wie es auch so schön in der Beschreibung heißt, aber man sieht halt direkt, man sieht genau, wo das Öl ist. Man sieht es einfach on spot ganz genau. Und das ist dann doch immer sehr hilfreich. Das scheint aber auch ein ziemlich kleines Ölvorkommen zu sein da. Komm, hier muss noch was sein. Bitte, bitte. Please. Give me oil. Scheiße. Ich achte wieder mal nicht drauf. Da wären Silos vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sehe, hier ist nicht mehr viel, dass ich dann halt das in den Silos spare und zum so Anfang oder Ende, Anfang November dann alles verkaufe. Zu einem hoffentlich guten Preis. Das ist natürlich so ein bisschen Glücksspiel, ob der Preis dann... Ist das Dreck auf meinem Monitor oder ist da was? Nein, es ist Dreck auf meinem Monitor. Aber das da nicht. Das ist kein Dreck auf meinem Monitor, liebe Leute. Hier rechts sieht's echt kacke aus. Okay, ich achte mal wieder, was hier oben drauf. Rechts steigt's, glaube ich, schneller. Ja, wir gehen nach rechts. Vielleicht fällt es dann auch schneller, aber erstmal steigt es auf jeden Fall schneller. Boah, könnte denn hier noch Öl sein? Also wir werden Profit machen, aber nicht so viel. Und ich glaube auch nicht so viel wie die anderen. Natürlich jetzt viel Geld für die Flottengröße ausgegeben, aber... brauchen wir eigentlich gar nicht, weil so viel Öl gibt es gar nicht. Was sehr, 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 sehr schade ist. Ich habe das Gefühl, irgendwie da drunter ist bestimmt, wenn da so viel Felsen ist, dann ist da drunter bestimmt irgendwas. Da muss doch irgendwas sein dann da drunter. Obwohl, hier sind auch Felsen. Ne? Ein Diamant wäre auch schön, aber... ich fürchte fast, da haben wir kein Glück. Oh. Wir machen die nochmal was größer. War es das echt schon? Mann, wir haben echt... Wir hatten in den ersten... 85 Maps echt Glück mit den Ölvorkommen, mit den Parzellen, die wir ersteigert haben, aber jetzt so gar nicht. Jetzt irgendwie gar nicht mehr.
Warum fahren die denn da nicht? Hier ist bald Spillage und die stehen da einfach rum. Da könnten noch mehr Leute das Öl abholen. Da fände ich sogar ganz schnafte, aber jetzt ist eh gleich vorbei. Zumindest mit dem Öl. Ich grab noch mal ein bisschen. Saug das Öl daraus, verdammt. Sein. Ich dachte da. So, wenn das gleich leer ist, schicken wir noch mal einen Wünschelroutengänger los. Weil ich habe keine Lust, dass der das da findet. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Wir schauen noch mal, ob der irgendwo noch was findet. Aber ich fürchte fast nicht. Und ich hoffe, er findet jetzt nicht Ölvorkommen, die leer sind. Also wenn er gleich hier stehen bleibt und winkt, dann weiß ich nicht, ob da wirklich was ist, ob ich da wirklich hingraben sollte oder ob das halt das Vorkommen an sich ist. Weil ich glaube, sonst könnte man gleich das Level vorzeitig beenden. Weil ich eben noch nicht genau weiß, wie das geht. Wieder der Dreck auf meinem Bildschirm. Ich bin immer, hä, da unten ist da was Braunes, Schwarzes, ist doch bestimmt Öl. Aber ich glaube, er findet auch nichts. Ne, da geht er wieder. Das müssen wir mal gucken. Verpachtung rückgängig machen. Ich will ja nicht rückgängig machen. Level anhalten. Ist das das? Ist das das? Ich bin mir sehr unsicher. Ich schleunige das Level. Da stand halt, drücke den Knopf. Aber es stand nicht, welcher Knopf. Aber ich glaube, das war's. Wir sind auch schon Ende September. Ein bisschen X halten. Dann sind wir hier schnell durch. Okay, wir könnten hier nochmal gucken. Natürlich kacke, wenn ich jetzt hier so mega vorspule und da ist vielleicht noch was. Aber es sieht nicht danach aus. Drei Maulwürfe, da sind wir nämlich noch über 10.000. Gucken, ob die hier noch irgendwas finden. Ne, nur Felsen. Felsen, Felsen. Ich würde gerne Felsen abbauen. Und damit meine ich nicht durchbohren mit dem Bohrer, sondern abbauen und verkaufen. Jupp. Immerhin kriegen wir den Boni von 2.000. Immerhin kriegen wir den 2000er Boni, 12.000, 80, 88. Ah, die anderen... Oh, nur Blanchet, die ist auch reich. Nur Blanchet hat mehr, okay. Summe. Oh, hier können wir mit vielen Leuten reden. Und für 9.000... Boah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, wir haben leider keinen Diamanten. Scheiße, sonst hätte er uns nochmal sagen können, wo wir hin müssen. Wir haben nur 35.000. Maulwürfe graben schneller. Ich glaube, das hole ich mir nochmal. Aber das war's. So, jetzt müssen wir wieder hier Inventar-Auktion. Ja. Er wirbt 3% der Stadtaktien sogar nur. Unter 10.000 bin ich... Ne, für 12.000. Nope. Blanchet kann es sich natürlich leisten. Ich leider nicht. Nein, zur Bank wollte ich nicht. Da wollte ich hin. So, Landauktion. Da war echt wenig Öl. Vielleicht ja hier.
Okay, es gab keinen Streit. Okay, Jill, geh mal los. Ja, Maulwürfe graben schneller. Das ist wunderschön. So, Leute, findet Öl. Komm, weißt du was? Ich schicke auch schon zwei Maulwürfe los. Da haben wir schon mal Felsen. Da haben wir noch mehr Felsen. Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir nichts. Da haben wir einen Felsen. Bitte lass es kein Scheißland sein. Bitte. Ich will wieder ein gutes Land. Da haben wir Öl, okay. Aber hier sind auch viele Felsen. Und da haben wir auch Öl. Wieder mal ist die Frage, wo? Da, okay, da sind wir drin. Puh. Da sind wir im Öl drin und da, okay, da ist das. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir da um den... Ich hoffe, hier ist eine Lücke im Felsen. Ich hoffe es sehr. Wir lassen den mal hier so ein bisschen graben, damit wir sehen, ob und was da im Weg liegt. Ah, da ist Öl, okay. Da müssen wir nur ein Stück runter. So. Nein! Fuck. Beide 1,10. Okay, hier bitte. Scheiße. Beide 1,9. Okay, sie fallen beide, aber hier fällt es langsamer. Das ist so ein Riesending. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ist hier vielleicht eine Lücke im Felsen? Oh, jetzt ist da. Was? Die fallen so ungleichmäßig. Was soll denn das? Ich wette, das ist hier so ein Band, was sich hier langzieht. Ich wette es. Das ist ein Band, was sich da langzieht. Verdammte Scheiße. Punk. 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 Scheiße. Punk. Scheiße! Ich will an dieses Öl! Ich hätte mir den Bohrer kaufen sollen. Aber ich nix Geld für Bohrer. Okay, so kommen wir schon mal am Felsen vorbei. Und jetzt kommen wir vielleicht hier irgendwo unten rum. Das wäre super. Sieht sogar fast so aus. Nein. Darf ich jetzt in das Öl, bitte? Das wäre sehr schön. Ja, wir sind vorbei. Wir sind vorbei am Felsen. Sehr gut. Okay, jetzt wird da auch gefördert. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Beide Preise sind scheiße. Das ist uncool. Los, verkauf das Öl, verkauf das Öl, verkauf das Öl, verkauf es! Verkauf es! Oh mein Gott. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße!
Mach das Ding da leer. Scheiße, mach das. Warum sind die denn so langsam? Ich glaube, das ist wieder kein so gutes Land. Wir haben Pech mit unseren Ländereien. Da ist noch Öl. Ist die Frage, kommen wir da von hier besser ran oder ist hier irgendwo ist da noch ein Durchlass im Felsen? Auch hier auf der linken Seite mal gucken. Da ist da bestimmt auch noch irgendwo was. Okay, hier ist jetzt eh leer. Ich guck mal, ob wir irgendwo durch den Felsen kommen. Naja, blub blub, da ist ja gar nichts zum blub blubben. Okay, da kommen wir durch. Da kommen wir hier auch vorbei. Das ist vielleicht besser. Dann können wir vielleicht nachher beide da raussaugen lassen, damit es wirklich schneller leer geht. Kommen wir da nicht durch? Scheiße. Ich achte wieder nicht auf die Preise, ich weiß, tut mir leid. Ist da wirklich Fels? Nee, das ist nämlich kein Fels. So, dann kann der andere auch mal mitpumpen hier. Gott sei Dank, da ist doch eine kleine Lücke im Fels. Oh oh. So, das Ding da haben wir angezapft. Gibt es denn noch irgendwo ein kleines oder auch größeres Ölvorkommen? Das wäre sehr schön. Wir müssen mal die Wagen auf, dass sie ein bisschen mehr raussaugen. Das hier... Links so gar nichts ist. Das mag ich kaum glauben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich will einen Knopf für alle Pferde dahin schicken. Der pumpt gar nicht in die Richtung. Warum denn nicht? Warum pumpt der denn hier nicht lang? Verstehe ich nicht. Es war ein okayes Land. Es war kein außerordentlich gutes Land, leider.
einfach kein Glück mehr bei der Länderauswahl hier. Scheißen Dreck. Lass mich da durchkommen. Bitte lass mich da durchkommen. Es sieht fast aus, als käme ich durch. Das finde ich sehr schön. Perfekt. Dann machen wir das Rohr gleich noch was breiter. Wenn wir das noch leer kriegen dieses Jahr. Das denn? Oh, der Preis ist ziemlich gut. Der Preis ist ziemlich gut. Hier ist er sogar auch gar nicht mal schlecht, aber da ist er noch besser. Aber unsere 20k-Marke, die wir mal hatten in den Anfangslevels, die kriegen wir nicht mehr hin. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich Kacke spiele, was immer der Fall sein kann, sogar meistens der Fall ist. Oder ob die Länder einfach so schlecht sind. Ich glaube, das war's. Es könnten jetzt nur noch ziemlich kleine Vorkommen sein, die es hier gibt. Also wirklich, wirklich klein. Fast schon vernachlässigbar klein. Und tut mir leid, die Folgen werden immer irgendwie eine halbe Stunde. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Vielleicht schaffen wir doch noch die 20.000. Mit dem Bonus am Ende, wenn wir jetzt echt alles gefunden haben, sind wir doch über den 20.000. Was redet der Rainbird denn da? Wir schaffen die 20.000 nicht mehr. So, jetzt ist alles leer. Ich beschleunige mal. Weil ich bin der festen Überzeugung, hier ist nichts mehr. Da verwette ich meinen linken kleinen Zeh drauf. Den rechten brauche ich noch. Aber den linken könnte ich zur Not entbehren. Letzter Monat. Geile Mucke. Schade, ich würde echt gern so Sachen jetzt wieder verkaufen, soweit zum Ende des Jahres. Dass man dann sagt, hier komm, an die Konkurrenz verkaufen. Meine Ölbohrtürme, meine Wagen. Und dann helfe ich denen natürlich, aber wir hatten alles. Wir hatten alles. Oh, da, oh Gott, das hätte ich niemals gefunden. Diesen Weg dadurch, den hätte ich niemals gefunden. Okay, dann haben wir noch 3000 Euro Spillage-Schraub, also doch nicht über 20.000. Scheiße. Okay. Aber wir sind wieder knapp dran an den 20.000. Das finde ich schön. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Turmoil. Macht's gut. Tschüsschen.